bin 1726 zu Haldensleben geboren und ich studierte in Königsberg, bis König Friedrich II. Mich zum Gardekorps nach Potsdam holte und mir die Gelegenheit zu einer glanzvollen Karriere bot. Nicht nur, dass ich binnen 2 Jahren vom Kadett zum Rittmeister avancierte und im 2. Schlesischen Krieg den Pole Merit erhielt, ich war des Königs persönlicher Freund und liebte seine königliche Schwester, Prinzessin Amalia. Dass ich es nicht tat, ohne Gegenliebe zu finden, war mein höchstes Glück und es sollte zur Quelle meines tiefsten Unglücks werden. Der Monarch, eine undurchsichtige Eifersucht im Herzen, untersagte uns jede Verbindung. Und als wir nicht bereit waren, ihm zu gehorchen, wurde ich am 28. Juni 1745 unter dem fadenscheinigen Vorwand, Verrat geübt zu haben, gefangen gesetzt. Herr Major. Danke. Jaschinski. Sind Sie zum Major avanciert? Ist dem König meine Gefangennahme so viel wert gewesen? Oder hat er Ihnen auch noch einen Orden dazu verliehen? Reden Sie nur, Trink. Das ist das Einzige, was Sie in Zukunft noch tun können. Wenn es mir beliebt. Soll das heißen, dass Sie mein Kerkermeister sind? Ihre rasche Auffassungsgabe ist nach wie vor außerordentlich, Trink. Willkommen auf der Festung Glatz. Wie Sie sehen, kommt hier keiner hinein und keiner heraus. Es sei denn auf meinen ausdrücklichen Befehl. Ein wahrhaft lausiges Kommando für einen ehrgeizigen Offizier, wie Sie es sind. Jedenfalls ist die Schwester des Königs von nun an vor Ihren Nachstellungen sicher, Trink. Legen Sie mir die Fesseln ab und wir tragen das auf der Stelle mit dem Degen aus! Ich bin Offizier wie Sie und habe ein Recht, mich gegen Beleidigungen zur Wehr zu setzen. Führ den ab. Abgetan. Jawohl, Majestät, er ist in Glatz. Ausbruchsicher? Ich denke doch. Bisher sind nur 3 oder 4 entwischt, aber die kamen nicht weit. Die Alarmkanone ist über 20 Meilen zu hören. Ersparen Sie mir Einzelheiten. Was das? Prinzessin, Sie sind nicht angemeldet. Die Etikette, um Gottes Willen. So wie es aussieht, steht sie noch über dem Recht. Ist das so, Majestät? Oder steht nun auch noch das Wort des Königs über dem Recht? Was willst du? Nur Gerechtigkeit. Sonst nichts. Nicht für mich. Nein, man soll nicht fordern, was unerfüllbar ist. Das hast du selbst gesagt, Friederik. Ich will Gerechtigkeit für den Tränk. Wo ist er? Auf der Festung Glatz. Wie lange? Auf unbestimmte Zeit. Solange du es für richtig hältst? Ja. Leutnant von der Tränk muss lernen, was gehorsam ist. Ich will, dass er sich meiner Gnade entzieht. Er will keine Gnade, er will sein Recht. Das Recht in diesem Staat bin ich. Warum gibt es keine Anklage, keinen Prozess, nichts? Weil Trenk wegen Hochverrats einsitzt. Erwiesenen Hochverrats, soweit. Lassen Sie uns einen Moment allein, Borg. Taktik vertraut gemacht und er korrespondiert mit dem Feind. Er hat den Staat verraten und mich. Warum kümmerst du dich nicht endlich um deine Obliegenheiten, wie sich's für ein Frauenzimmer aus dem Hause Hohenzollern geziemt? Vergiss, Trenk. Niemals. Ich werde niemals zulassen, dass meine Schwester eine Liaison mit einem dahergelaufenen Landjunker hat. Niemals. Ich hatte recht. Du bist grausam. Und du richtest dich in deiner Grausamkeit ein, was noch viel schlimmer ist. Du bist wie unser Vater. Du wirst endlich heiraten. Ich werde einen geeigneten Mann für dich aussuchen, geeignet von seinem Charakter und seiner Herkunft. Und diesmal wirst du meinem Wunsch Folge leisten.
denn hier her bei diesem Sauwetter, um Gottes Willen? Gleich. Kirnberger. Um Gottes Willen, Sie holen sich gerade den Tod. Sie kommen zuerst mit mir, Hoheit. Ziehen sich trockene Sachen an. Und Sie heizen den Kamin an. Ich kann das nicht glauben. Wir haben dem fortschrittlichsten König in ganz Europa einen wundervollen Musiker und Philosoph dazu. Und dieser große König soll einen Offizier seiner Leibwache so lassen, dass er ihm Recht und Gerechtigkeit verweigert. Oh nein. Es wäre sehr viel einfacher für uns, wenn er ihn heißt. Ihr beiden? Das verkompliziert die Sache allerdings. Nicht unerheblich. Kirnberger? Ja. Ich kann nichts für Trink tun. Wegen mir, nur wegen mir sitzt er in Festungshaft. Auf unabsehbare Zeit, das ist unmenschlich. Hoffen wir auf die Gnade Ihres Bruders. Wenn des Königs Zorn verraucht ist, wird er sich wieder besinnen. Oder mich zum Handeln zwingen. Herr spendiert mir frisches Wasser. Womit habe ich das verdient, Shell? Geschenk von mir. Was wollen Sie von mir, Shell? Das ist doch nicht die reine Nächstenliebe, oder? Ich bin neugierig. Warum hasst Major Jaschinski Sie so? Er war mein Ausbilder. Er spricht davon, dass Sie lebenslänglich hier sind. Lebenslänglich? Das ist absurd. Ich bin unschuldig. Ich kenne hier wenigstens drei, die das auch von sich behaupten. Der eine sitzt hier schon im 12. Jahr. Aber ich bin nicht verurteilt, nicht einmal angeklagt. Ich will ganz offen zu Ihnen sein, Shell. Helfen Sie mir hier raus. Wissen Sie, was Sie da sagen? Wenn ich das nicht melde, kann es mich Kopf und Kragen kosten. Ich weiß nicht warum, aber ich vertraue Ihnen. Sie sind nicht der Erste, der hier raus will. Ich meine nicht durch Flucht. Ich will einen Prozess, ich will meine Unschuld beweisen und nicht fahnenflüchtig werden. Auf die Art hat noch nie jemand die Festung verlassen. Weshalb wollen Sie unbedingt quittieren? Ich gehöre zum unadeligen Geschmeiß. Des Königs eigene Worte. Sie sind Tapferkeitsoffizier. Ja, als man mich brauchte, weil das Offizierskorps leer geblutet war. Aber 6 Tage. 6 Tage nach Kriegsende versetzt man mich in diese Garnison am Ende der Welt. Wo es uns nur strafversetzte, Degradierte und Krüppel gibt. Soll das heißen, Sie wollen desertieren? Sie nennen das Desertion. Ich nenne das ein neues Leben anfangen. Ich habe vor, nach Amerika zu gehen. Da gibt es Platz für jedermann, also wohl auch für unser eins. Ich kann Sie verstehen, aber das kommt für mich nicht in Frage. Wenn ich desertiere, verliere ich alles. Titel, Vermögen, Familie. Nun, ich habe nichts dergleichen zu verlieren. Sie sind preußischer Offizier. Sie haben Ihre Ehre zu verlieren. Oh Gott. Was macht er da? Entschuldigung, verehrtes Fräulein. Ich habe eine Audienz bei Ihrer Hoheit Prinzessin Anna Amalia. So sieht er mir aber nicht gerade aus. Ist er nicht der Bursche vom Tränk? Ja, der bin ich. War er das? Bitte um Vergebung, gnädiges Fräulein, aber das müssen die Hunde gewesen sein. Hunde? Die Prinzessin hat keine Hunde. Vielleicht erkläre er sich endlich oder ich muss die Wache holen. Ist er der Nikolai?
halten zu Gnaden, Hoheit, jawohl. Nikolai Wenzel. Ich habe schon auf ihn gewartet. Was hat er da für Blumen auf dem Rücken? Die sind für Ihre Hoheit. Er ist eben ein Mann von Welt, Nikolai. Ach, press ihr doch auf, ungeschickter Tölpel. Komm er lieber mit, ehe er noch das ganze Schloss und meine Hofdamen dazu ruiniert. Sobald wir unterwegs sind. Er ist doch ein vertrauenswürdiger Mann. Ja, das will ich meinen. Was hat er mit der Prinzessin Amalia zu tun? Er kann ganz offen sein. Ich bin ihre Vertraute. Das ist schön für Sie, aber ich darf nichts sagen. Leutnant, reiten Sie doch bitte mit Ihren Männern voraus und warten Sie an der nächsten Wegbiegung auf uns. Verzeihung, Hoheit, aber ich habe strikte Order, Hoheit nicht aus den Augen zu lassen. Nun machen Sie schon. Meine Hofdame ist schlecht. Und sie geniert sich vor Ihren Männern. Zeigen Sie, dass Sie ein bisschen galant sein können. Na gut. Männer mir nach. Wir lassen die Prinzessin kurz allein. Wir reiten voraus. Nimm deinen Hut ab. Hoheit, was habt ihr vor? Mir ist nicht schlecht. Nimm deinen Hut ab, wir haben keine Zeit zu verlieren. Jetzt musst du mal Prinzessin spielen. Aber Hoheit, ihre Sicherheit. Gib du nur Acht auf dich! Nikolai! Hör zu, Nikolai! Hoheit! Haben Sie was gegen körperliche Arbeit, Trenk? Gar nichts. Ich bin froh, wenn ich mir die Langeweile vertreiben kann. Gut, dann melde ich Sie zum Arbeitseinsatz im Wald. Und Jaschinski? Er ist dienstlich in Potsdam. Nehmt das auf meine Kappe. Unter einer Bedingung. Sie wissen schon. Ich gebe Ihnen mein Offiziersehrenwort, dass ich keinen Fluchtversuch unternehmen werde. Ich habe schnell Verbindung aufgenommen. Er weiß Bescheid. Er weiß Bescheid. Ach, es geht seinem Kopf. Dann nicht, wenn wir rechtzeitig zurück sind. Dann kommen Sie schon. Thank you.
Ich werde behandelt wie so ein preußischen Offizier unter Arrest zusteht. Das ist das Mindeste, was ich von meinem Bruder erwarten kann. Dein Bruder? Mein König? Ich war so naiv und glaubte an seine Gerechtigkeit. Was habe ich getan? Nichts. Absolut nichts. Ich nenne das blindwütige Willkür. Oh doch, das weiß ich. Ich hatte lange genug Zeit, darüber nachzudenken. Bitte, Fritz, gib mich nicht die Schuld. Es tut mir leid, Amelie. Es tut mir wirklich leid. Mein Zorn richtet sich nicht gegen dich. Niemals. Du weißt, wie sehr ich dich liebe. Ja. Ich werde dafür sorgen, dass du wieder freikommst. Ich bin sicher, dass er sich besinnt. Es reicht ihm nicht, unser Glück zu zerstören. Er will unser Unglück für alle Zeiten in Stein meißeln. Fritz, du musst mir versprechen, dass du keine Dummheiten machst. Tu nichts Unüberlegtes. Sei geduldig, halt aus. Ich glaube fest an unser gemeinsames Glück, an unsere Zukunft. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Er wird nachgeben und dich freilassen. Und bis dahin musst du dich gedulden. Du darfst dich auf keinen Fall von Jaschinski provozieren lassen, hörst du? Hey. Alle Gefangenen zurück auf die Festung! Wo ist Trink? Trink? Bei der Arbeit. Wo? Ich sehe ihn nicht. Er ist sicher nur beim Holzfällen ein wenig ins Abseits geraten. Ich lasse ihn suchen. Ihren Degen. Was? Ihren Degen. Sie sind vom Dienst suspendiert, Drecksker. Los hier damit. Herr Major, Sie sprechen mit einem Offizier. Was sind Sie jetzt? Ha! Der Mann geht als Gefangener auf die Festung. Los, abführen! Los, alle aufwärmen! Bringt mir Zeit! Wir müssen sofort verschwinden. Ich glaube, die suchen sie. Du musst weg. Wenn sie dich hier sehen, ist alles verloren. Hier. Damit du immer an dein Versprechen denkst, das du mir gegeben hast. Schnell, Hoheit, steigen Sie ein. Du bist mir für die Prinzessin verantwortlich. Viele Hunde sind des Hasen Todtrink. Dass Sie ein Hund sind, habe ich schon immer gewusst. Aber ein Feiger dazu, das ist mir neu. Ich hatte mich vor, zu fliehen und ergebe mich. Von ergeben kann keine Rede sein, Trink. Ich habe Sie beim Desertieren erwischt und erspare Ihnen hiermit eine lebenslange Haftstrafe. Sie sollten mir dankbar sein, Trink. Ich
sparen könnte ich eine Menge Ausgaben für einen unnützigen Häftling. Wollen Sie einen wehrlosen Offizier abstechen? Funken Anstand haben. Akzeptieren Sie das und ich krieche wieder mein Loch. Eines will ich Ihnen noch mitgeben auf Ihre letzte Reise, Trink. Sie sollen wissen, wem Amelie versprochen ist. Ihre Angebetete. Ihnen angeblich so treu ergebene Amelie. Was faseln Sie da? Der König hat endlich einen würdigen Heiratskandidaten für seine Schwester gefunden. Glauben Sie, Amelie würde einen wie Sie heiraten, hä? Sie sind ja verrückt, Jaschinski! Trink! Und lass dich auf keinen Fall von Jaschinski provozieren. Hörst du? Die Alarmkanone. Die Leute kriegen eine Belohnung für jeden Entflohenen. Ich muss wieder runter. Wenn der Tonsetzer die Folge der Basstöne gut gewählt und die Töne der oberen Stimme regelmäßig daraus hergeleitet hat, so ist sein Satz rein. Das ist höhere Mathematik, Hoheit. Und trotzdem ist es wunderschön. Ja. Grimberger, ich muss Ihnen etwas gestehen. Ja, Hoheit? Ich war bei Trenk. Ich werde auf ihn warten.
Er hat mir versprochen, geduldig zu sein und auf die Gnade meines Bruders zu vertrauen. Und wenn er Sie doch zu einer Heirat zwingt? Wenn er mir wieder mit einem Bräutigam kommt, werde ich mich ihm endgültig verweigern. Ich werde keine Vernunft-Ehe eingehen wie mein Bruder. Und sei sie auch noch so standesgemäß. Die Konsequenzen, Hoheit. So weit wird es nicht kommen. Ja? Das Fräulein Marie. Hoheit. Was ist? Bist du krank? Nein, nein, ich... Setz dich. Sprich, was ist geschehen? Der Tränk. Tränk ist geflohen. Jaschinski ist verletzt. Zwei oder drei Soldaten ebenfalls. Sag, dass das nicht wahr ist. Er hat mir bei seinem Leben versprochen, dass er nicht desertiert. Es ist so. Aber er hat es mir versprochen. Er hat mir versprochen, dass er warten wird. Dass er keinen Versuch unternimmt, von dort auszubrechen. Warum hat er das getan? Jetzt können wir nicht mehr auf die Gnade meines Bruders hoffen. Nie mehr. Nie mehr. Hier könnte es auch sein. Riecht nach Geld und Einfluss. Wenn der von du uns aufnimmt, bin ich in Preußen endgültig als Verräter abgestempelt. Was haben wir für eine Wahl? In Preußen sind wir Verräter, in Österreich Spione. Also? Was ist denn dein Vetter für ein Mensch? Ich bin ihm nie begegnet. Na, in dem Aufzug wird er gleich den richtigen Eindruck kriegen. Was wollt ihr? Mein Name ist Schell und das hier ist Friedrich Freiherr von der Trenk. Von der Trenk? Wollt ihr mich zum Narren halten? Nein, nein, der Herr Pandur ist mein Vetter. Sieh an, der preußische Trenk. Welche Ehre. Pardon, Herr Hochwohlgeboren, aber so seht ihr mir nicht aus. Hart's ab, mein Herr hat keine Zeit für dreckige Landstreicher. Schöne Verwandtschaft hast du. Warum hast du dein Versprechen nicht gehalten und bist desertiert? Alle machen dich schlecht, aber ich kann den Gedanken einfach nicht ertragen, dass du unsere Liebe verraten hast. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr, ob du noch an mich denkst. Hast du alles einfach weggeworfen, was zwischen uns war? Bitte schicke mir ein Lebenszeichen von dir und erkläre mir mit deinen Worten den Grund für deine Flucht. Ich möchte noch einmal Auge in Auge mit dir reden, bevor ich in Trauer und Hoffnungslosigkeit versinke. Deine dich liebende Anna Amalia. Muss ich dich daran erinnern, dass du mir ausgeliefert bist? Genauso wie dein Liebster, dem Major Jaschinski, ausgeliefert ist. Man wird schnell an die Front abkommandiert, wenn man sich nicht an gewisse Abmachungen hält. Der Brief. Herr von der Trenk. Der bin ich. Was wollen Sie von mir? Meine Herren, im Namen der Kaiserin, kommen Sie mit. Was soll das heißen? Was wollen Sie von uns? Fragen Sie nicht lang. Kommen Sie, Herr von der Trenk. Und machen Sie kein unnötiges Theater, sonst müssen wir von den Waffen Gebrauch machen. Bitte schön, gehen wir. Na, kommen Sie, gehen wir. Dies ist mein letzter Brief an dich. Ich liege noch immer im Fieber. Dein Verrat an mir, an Preußen, am König hat mich krank gemacht. Meine Liebe zu dir ist endgültig tot. Wir werden uns nie wiedersehen. Ich hoffe, du findest dein Glück auch ohne mich. Schreib,
Leb wohl und sei zum letzten Mal gegrüßt von deiner... Nein, lass es weg. Schreib einfach Anna Maria. Trenk ist in Österreich bei der katholischen Betschwester. Siehst du nun endlich, was er ist? Ein Hochverräter und Deserteur! Es war deine Härte. Du hast ihn gezwungen. Mein Gott, ich verstehe dich nicht. Warum hast du ihn zugrunde gerichtet? Er hat mich betrogen! Das ist nicht wahr! Verraten und betrogen hat er mich! So wie du! Mit dem Brief an den Panduren? Oder weil er mit mir geschlafen hat? Du bist der. Du bist eifersüchtig. Auf wen eigentlich? Auf ihn oder auf mich? Wage es, den König zu beleidigen. Also auf beide. Ich habe eine Neuigkeit für dich, die dich sehr wohl interessieren wird. Willst du mir etwa den Namen meines zukünftigen Bräutigams nennen? Du wirst Jaschinski heiraten. Gib dir keine Mühe, es interessiert mich nicht! Gehen. Ich werde dich bei lebendigem Leibe begraben, dass du den Tag verfluchen wirst, an dem du dich für Trink zur bereitwilligen Hündin gemacht hast. Du! Ich verstehe. Du willst alles in mir töten. Ich habe ihn geliebt und es war nichts von diesem Schmutz dabei. Von diesem hündischen Schmutz. Ich habe euch geliebt. Beide. Aber ihr habt unter euch sein wollen. Das stimmt nicht. Ich war ausgeschlossen, Amelie! Du hast dich selbst ausgeschlossen. Meine Macht endet nicht an der Grenze. Er glaubt, uns entlaufen zu sein. Aber ich werde ihm das Leben zur Hölle machen. Verlass dich drauf. Er hat auch dich verlassen. Ich sehe, dass du unglücklich bist. Und ich werde es ihm büßen lassen. Er soll keine gute Stunde mehr haben, solange er lebt. Hat man mich und meinen Freund Schell ohne Anhörung arrestiert. Ihr wisst, wohin. Sie sind heimatlos und außerdem ein Vaterlandsverräter. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, lieber Trink. Uns ist zu Ohren gekommen, dass Ihr Vetter, der Panduren-Oberst, Sie aus dem Weg räumen lassen will, damit Sie keine Ansprüche an sein Vermögen geltend machen können. Das war nie meine Absicht. Das ehrt Sie. Aber er will es nicht glauben. Er hat sich viele Feinde gemacht, ihr sauberer Vetter. Und jetzt vermutet er hinter jeder Ecke einen, der ihm ans Leder will. Nicht ganz grundlos übrigens. Aber lassen wir das. Trenk, ich kenne Ihre ganze Geschichte. Ihre Beziehung zur Schwester des preußischen Königs tut hier nichts zur Sache. Das ist Ihre Privatangelegenheit. Aber Ihre Heldentaten sprechen für sich. Auch wenn Sie gegen unsere Armee gerichtet waren. Sie waren persönlich Adjutant des Königs. Sie kennen die preußische Kriegstaktik. Das ist Lehrstoff im Gardekorps. Sehen Sie, das ist, was ich meine. Sie kennen sie besser als jeder andere. Außerdem Friedrich. Natürlich. Der nächste Krieg steht unmittelbar bevor. Ich mache Ihnen ein Angebot. Ich habe hier ein Offizierspatent als Rittmeister Ihrer kaiserlichen Majestät. Ihr Name ist schon eingetragen. Wie Sie schon sagten, Herr General, ich bin ein Mann ohne Vaterland und sehe mich deshalb gezwungen zu akzeptieren. Unter einer Bedingung. Ich höre. Dass mein Freund Schell ebenfalls als Offizier aufgenommen wird und mein treuer Bursche Nikolai in meinen Dienst treten darf. Thank you.
Na schön. Was ist mit deinen Kompositionen? Ich mache Fortschritte. Kirnberger ist ein sehr guter Lehrmeister. In der Tat, du machst mir Konkurrenz. Wir sollten gelegentlich unser musikalisches Rendezvous wieder aufnehmen. Ich habe einen neuen Bericht aus Wien. Von Maria Theresia? Nein, vom Trenk. Und? Ist er endgültig zum Feind übergelaufen? Er soll sich um ein österreichisches Offizierspatent beworben haben. Damit ist wohl jeder Zweifel an seiner angeblichen Lauterkeit bestätigt. Trenk ist nicht nur Deserteur, sondern auch Verräter ohne Anstand. Ohne Gewissen. Und ohne Ehre. Ich wollte ihm in Glatz Disziplin beibringen. Nach einem Jahr wäre er wieder freigekommen. Aber er hat alles mutwillig zerstört. Amelie, er hat uns beide betrogen. Von Anfang an. Ich verstehe dein Unglück. Mir hat das Gleiche zuleide getan. Aber er hat unsere Zuneigung und Liebe nicht verdient. Wir müssen ihn beide vergessen, auch wenn es noch so schmerzt. Du musst jetzt dran denken, dass du eine große Verantwortung hast als Schwester des Königs. Ich kann wieder auf dich zählen. Gut, Marie. Er soll jetzt kommen. Hoheit. Es ist mir eine große Freude und eine besondere Ehre, von Ihnen empfangen zu werden. Nun, mein Bruder hat Ihre Aufwartung recht nachdrücklich gut geheißen, Major Jaschinski. Sie wissen, Hoheit, dass ich Sie schon seit Jahren verehre. Dass diese tiefe Zuneigung von Ihnen nicht unbedingt erwidert wurde, hat meine Sehnsucht nur noch verstärkt. Danke, Major. Das haben Sie sehr schön gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es wert bin, dass Sie so um mich werben. Sie sollten nicht mit sich hadern, Hoheit. Es führt nicht nur ein Weg zum Glück. Darf ich denn darauf zählen, dass es doch noch Hoffnung für mich gibt? Man sollte die Hoffnung niemals aufgeben. Dann darf ich mich empfehlen, Hoheit. Noch etwas, Hoheit. Ich werde immer für Sie da sein. Wenn Sie irgendetwas auf dem Herzen haben, bitte vertrauen Sie es mir an. Ich werde Sie nie enttäuschen. Nie. So ein Versprechen ist sehr schwer einzuhalten. Das ist mehr als ein Versprechen. Es ist meine tiefste Überzeugung, mein Lebensinhalt. Doch genau, Herr, dass ich am liebsten da bin, wo was los ist. Und das war schon immer an Ihrer Seite. Danke, Nikolai. Du bist wieder bei mir in Stellung. Du hast es angestellt, über die Grenze zu kommen. Habe ich was nur auf der preußischen Seite. In Österreich hat man mir keine Probleme gemacht. Wenn Preußen dich erwischt hätten, würdest du schon im Galgenbaum. Sie haben mich nicht erwischt. Das sehe ich. Erzähl, was gibt's Neues in Berlin? Hier. Ein Brief von der Prinzessin. Hat mir ihre Hofdame Marie gegeben. Dies ist mein letzter Brief an dich. Ich liege immer noch im Fieber. Dein Verrat an mir, an Preußen.
Preußen und dem König hat mich krank gemacht. Meine Liebe zu dir ist endgültig tot. Ich hoffe, du findest dein Glück ohne mich. Leb wohl und sei zum letzten Mal gegrüßt. Anna Amalia. Ihr glaubt das, was da steht? Es ist sehr ehrenhaft von dir, Nikolai, dass du sie in Schutz nimmst. Doch längst bekommen haben. Ich denke schon. Das habe ich ihm nur getan. Er kann doch nicht so herzlos sein und mir nicht einmal antworten. Ich will nur wissen, wie es ihm geht. Soll ich noch einen Brief besorgen? Nein. Ich will nicht um seine Zeilen betteln. Machen wir weiter. Wie ist dein wertes Befinden, ma chère? Durchaus akzeptabel, Friederik. Hast du Neuigkeiten? Nur, dass Tränk Rittmeister bei unserer kaiserlichen Betschwester in Wien geworden ist. Das kann nicht sein. Nun, inzwischen ist es hochoffiziell. Ich warte nur darauf, dass er sein Verrat mit gezielten Informationen über meine Armee krönt. Das wird er niemals tun. Amelie, bitte, vergrabe deine hohe Meinung von einem niederen Menschen endgültig in der tiefsten Grube und schütte sie schleunigst zu. Man darf gespannt sein, was ihm noch einfällt. Den Gipfel des Verrats am Staat, an dir und mir, hat er schließlich schon erreicht. Mesdames et Messieurs, près de place pour un menuet. Ich kann es einfach nicht glauben. Traust du meinen Worten nicht? Willst du die Berichte aus Wien selber lesen? Nein. Es ist nur... So einen Verrat hätte ich meinem schlimmsten Feind nicht zugetraut. Meine Worte, Amelie, meine Worte. Ça suffit. Wir sind nicht hier, um Grabreden zu halten. Majestät, darf ich um die Ehre eines Tanzes mit Ihrer Schwester? Fragen Sie sie doch selbst. Mesdames et Messieurs, ich darf Sie um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten. Seine Majestät, der König. Ich habe die große Freude, Ihnen heute die Verlobung meiner lieben Schwester, Prinzessin Anna Amalia, mit Obrist Graf von Jaschinski bekannt zu geben. Gräfin Esterhazy. Generalgraf Larisch, Rittmeister Freiherr von der Trenk.
Majestät. Wie nett von Ihnen, Graf, dass Sie mir den Tränk mitgebracht haben. Sankt Tränk, Sie waren doch persönlicher Adjutant beim Fritz. Ja, ich hatte die Ehre. Dann sind Sie doch sicher auch bestens über die neue preußische Kriegstaktik informiert. Das ist Pflichtstoff für einen preußischen Offizier, Majestät. Das könnte doch ganz interessant für den Larisch sein. Meinen Sie nicht auch, Graf? Selbstverständlich werden wir uns ganz gründlich darüber austauschen, Majestät. Tun's das, lieber Graf. Tun's das. Und Sie, Tränk, wissen schon, dass sich die Schwester Ihres ehemaligen Königs verloben wird. Die Anna Amalia. Mit der waren Sie doch einmal... Habe ich recht? Ja. Ja, wir beide kannten uns gut. Doch das ist eine Weile her. Wir sprechen uns bei Gelegenheit noch von der Tränke. Mein Leben hat nur ein halbes Jahr gedauert. Du hast mich der Staatsräson geopfert und jetzt willst du mich Jaschinski zum Fraß vorwerfen. Aber den Gefallen werde ich dir nicht tun. Niemals. Ist das deine letzte Antwort? Auch ich habe alles Nötige, um den Schlussakt des Trauerspiels herbeizuführen. Deine eigenen Worte. Du hast dir doch auch noch deine Dose mit den Opiumpillen. Du drohst mir mit Selbstmord. Ich weiß nur, dass ich Jaschinski niemals heiraten werde, so oder so. Wie ähnlich wir uns sind, nach allem. Nein, mein großer Bruder, das sind wir nicht. Du weißt nicht, was Angst ist. Aber ich... Ich habe Angst vor dir. Weil du in deiner Härte noch viel schlimmer geworden bist als unser Vater. Ich bin König geworden. Na gut. Da dir kein irdischer Bräutigam passt, habe ich beschlossen, den himmlischen für dich zu bemühen. Du wirst Äbtissin von Quedlinburg werden. Deine einzige Pflicht besteht darin, ewige Keuschheit zu geloben. Das dürfte dir ja nicht weiter schwerfallen. Wir müssen alle opfern. Hallo, schönes Fräulein. Nikolai, was tut er denn hier? Ich dachte, er ist zu den Österreichern übergelaufen. Psst! Ich muss Ihre Herrin sprechen. Es ist sehr dringend. Nein, das ist unmöglich. Was denkt er sich, was passiert, wenn die Prinzessin von Preußen mit einem Deserteur gesehen wird? Vermutlich kostet es mich den Kopf. Aber das ist noch gar nichts gegen das, was es euch kostet, schönes Fräulein, wenn die Prinzessin erfährt, dass ihr mich nicht vorgelassen habt. Ich habe nämlich eine Nachricht von meinem Herrn. Sehr wichtige Nachricht. Die Prinzessin ist nicht hier. Wo ist sie? Das darf ich nicht sagen. Gnädiges Fräulein, ich bitte euch, es ist sehr dringend. Sie ist in Quedlinburg. Ich bin nur hier, um ihre Sachen zu holen. Gut, dann fahre ich mit euch nach Quedlinburg, schönes Fräulein. Das geht nicht. Warum nicht? Als Lakai der Prinzessin. Weiß er, was er ist? Mein Untergang. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Obwohl, meine Kameraden sagen immer, ich wäre wie ein Verunkel am Arsch. Oh, bitte um Verzeihung, gnädiges Fräulein. Habe ich was Falsches gesagt? Warte er draußen, bis es dunkel wird. Ich werde ihn dann holen. Meinen Brief an den Tränk gefälscht? Ja. Major Jaschinski hat mich dazu gezwungen. Er hat mich damit bedroht, dass er meinen Verlobten an die Front abkommandiert, wenn ich nicht mache, was er sagt. Bitte vergib mir, Hoheit. Bitte. Ist gut, Marie. Ist gut, ist schon gut, Marie. Du kannst nichts dafür. Lass jetzt Nikolai herein.
Streit. Verzeiht mein Eintreten, aber es geht um meinen Herrn. Weißt Trenk, was du riskierst, um hierher zu kommen? Nein, ich bin auf eigene Faust hier. Er geht davon aus, dass Sie von ihm nichts mehr wissen wollen. Der Brief... Mein Herr wollte nicht desertieren. Jaschinski wollte ihn abstechen. Ich glaube dir. Du weißt nicht, was diese Nachricht für mich bedeutet. Kannst du einen Brief für deinen Herrn mitnehmen? Melde gehorsamst ja. Deswegen bin ich ja hergekommen. Du bist ein tapferer und braver Mann, Nikolai. Hoffentlich weiß dein Herr das zu schätzen. Dir ist klar, dass wir wieder Krieg haben? Ob mit Krieg oder ohne, einer wie ich lebt davon, sich nicht erwischen zu lassen. Wir sind einen Kanonenschuss von der Festung entfernt. Die Preußen rechnen mit einem Angriff von hier. Wir müssen die schwere Artillerie hier entlang in Stellung bringen, sonst können wir die Festung nicht so unter Beschuss nehmen, dass wir sie sturmreif schießen können. Herr von der Drenk, was denken Sie, wird Friedrich tun? Wie wird er reagieren? Aber überlegen Sie genau. Das Leben vieler unserer Männer hängt von Ihrer Einschätzung ab. Was wissen Sie über die Stärke seiner Truppen? Die Schätzungen gehen von etwa 12.000 Mann aus. Dazu kommen ungefähr 50 schwere Geschütze. Aber unsere Kundschafter sind nicht sehr zuverlässig. Umso mehr müssen wir uns auf Sie und Ihre Erfahrungen verlassen. Kommen Sie, Drenk. Jetzt ist der Zeitpunkt da, wo wir Sie brauchen. 12.000 Mann sind nicht viel. Ja, aber genug, um die Festung zu halten, wenn uns nichts Überraschendes einfällt. Dazu kommt, was Ihr König noch an Reserven hat, wissen wir nicht. Also, Trenk, wir hören, Sie sind im Zug. Ich schlage vor, wir werden die Festung noch einmal rekognoszieren. Dann kann ich Ihnen meine genaue Einschätzung der Lage mitteilen. Gut, einverstanden. Was meinst du, Trenk? Hat ein scheinbarer Frontalangriff und der Feuerschutz der Artillerie Aussicht auf Erfolg, wenn wir gleichzeitig mit dem Gros unserer Truppen von Osten kommen? Von hier aus ist die Festung unannehmbar. Sie hat möglicherweise nur eine Schwachstelle. Was ist los, Trenk? Haben Sie den Teufel persönlich gesehen? Wir brauchen die genaue Stärke und Position der Reserven. Vorher können wir keinen Angriff riskieren. Na, hören Sie auf. Gehen wir. Du hast Skrupel, stimmt? Friedrich hat mich in diese Lage gezwungen. Immerhin sind wir nicht ganz freiwillig bei den Österreichern gelandet. Aber jetzt, wo ich dafür sorgen soll, dass möglichst viele unserer vormaligen Kameraden ins Gras beißen. Ich weiß nicht, Martin. In meinem Herzen bin ich nach wie vor preußisch. Nein, du bist nicht preußisch. Du bist sentimental und damit basta. So gut sind wir von unserem Vaterland wirklich nicht behandelt worden, als dass wir ihm irgendwas schuldig wären. Weiß Gott nicht. Kamerad, wo ist das Zelt vom Trenk? Gut. Warst du? Melde gehorsam, Herr Rittmeister. Nikolai Wenzel von erfolgreicher Mission, geheim zurückgekehrt. Da bist du von allen guten Geistern verlassen. Beruhig dich, wir sind nicht allein. Sollte dir eine gehörige Tracht Prügel verabreichen, gegen so eine Lappalie dein Leben aufs Spiel zu setzen. Wo warst du? Hier, die Lappalie. Ich möchte noch einmal augenau mit dir reden, bevor ich in Trauer und Hoffnungslosigkeit versinke. Denkst du schon gar nicht mehr an dich? Deine dich liebende Anna. Sie liebt mich doch. Mein Gott, sie liebt mich doch. Juhu! Hör auf, die gucken schon. Was ist denn los? Sie hat mir geschrieben. Ich muss sie sehen. Auf der Stelle muss ich sie sehen. Hast du jetzt vollkommen den Verstand verloren?
Willst du schon wieder desertieren? Herr Gott, denk doch einmal nach. Vielleicht ist das Ganze eine Falle. Nikolai, sag doch was. Du kannst doch deinen Herrn nicht ins Unglück reiten lassen. Das Predigen bringt meinem gar nichts. Ein Zug nahen her, aber da ist er wie ein Heide und hört einfach nicht zu. Wir begleiten dich. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Nikolai kommt mit. Das ist meine Privatangelegenheit. Ich werde dich da nicht mit reinziehen. Na los, Nikolai, besorg zwei Pferde. Soll ich nach einem Arzt schicken, Majestät? Ich traue keinem Quacksalber. Wie kann man durch einen Mund voll Pastete eine Kolik bekommen? Da hat mein Magen schon ganz andere Sachen verdaut. Was gibt's? Majestät, Ihre Schwester hat Quedlinburg in Richtung Grenze verlassen. Offensichtlich hat sie vor, sich mit Tränk zu treffen. Jetzt habe ich ihn. Zwei. Hinterher, aber ohne es nicht bemerkt. Uniform aus. Uniform aus! Bitte, mein Herr. Thank you.
Noch einmal, kein Geschwätz, kein Geräusch, nichts. Wir warten, bis Trenk herauskommt. Aus dem Schloss oder aus dem Schoß der Prinzessin? Der Nächste, der so etwas sagt, wird am erstbesten Baum aufgeklärt. Noch Fragen? Jeder auf seinen Posten und Augen offen halten. Schlafen könnt ihr, wenn wir der Posten sind. Ich bereite mich auf meine Weihe zur Äbtissin vor. Sagtest du es nicht wahr? Es ist so. Was habe ich denn nur angetan? Vielleicht wäre es besser gewesen, wir hätten uns niemals kennengelernt. Bitte sag das nicht. Was bleibt uns denn? Wir treffen uns hier heimlich wie zwei Aussätzige. Du kehrst zurück nach Preußen, gehst in ein Stift und ich... Ich kann weder zurück nach Preußen und auch nicht mehr zu den Österreichern. Du hättest nicht fliehen sollen. Mein Bruder hätte dich nach einem Jahr freigelassen. Was? Das hat er mir erzählt. Deine Haft war auf ein Jahr begrenzt. Er hat Order gegeben, es dir nicht zu sagen, um deine Geduld auf die Probe zu stellen. Du hast davon gewusst? Ich habe es nach deiner Flucht erfahren. Und Jaschinski erzählt mir, ich sei zu lebenslang verurteilt. Ich werde mit meinem Bruder reden. Und du stellst dich ihm und seiner Gerechtigkeit. Das ist unsere einzige Hoffnung. Wir müssen unser ganzes Schicksal in seine Hände legen. Nur so haben wir beide eine Zukunft. Dann empfehle ich mich also der Gnade deines Bruders. Ich passe sowieso nicht in die österreichische Uniform. Ich bin Preuße und werde es immer bleiben. Ich werde kommen und mich stellen, sobald ich schnell nachgeholt habe. Das bin ich schuldig. Gib Acht auf dich. Auf bald, Geliebter. Eine Falle! Der Wald ist voller Männer. Jemand muss euch verraten haben. Du siehst Gespenster. Ja, Jaschinski. Wir stellen uns. Herr, das ist der Jaschinski. Der macht keine Gefangene. Keine Widerrede. Wir befinden uns hier auf neutralem Boden. Sie haben kein Recht, uns zu verhaften. Aber ich strecke die Waffen. Ich stelle mich hiermit freiwillig und vertraue auf die Gerechtigkeit des Königs. Jaschinski, mein Bursche und ich kommen freiwillig mit. Nein, Trenk. Du bist mir in die Falle gegangen. Ich hab dir gesagt, dass ich dich finde, egal wo du dich verkriechst. Nikolai! Und das Tränk machen wir in Preußen mit Verrätern. Bring den mit! Gerechtigkeit!
Am 6. Juni 1746 wurde ich verhaftet und in die Festung Magdeburg gebracht, welche dazu bestimmt war, mein Grab zu werden. Man schmiedete mich mit 68 Pfund Eisen an meinen eigenen Leichenstein. Wir müssen etwas essen, Hoheit. Wenigstens ein paar Löffel Suppe. Warte! Hör mich denn hier rein! Bin ich schon hier. Das vergeht einem ja jede Zeitrechnung. Mein Gott, sagen Sie doch was. Missetat vergeben und ihre Sünden nimmermehr gedenken. Denen aber, die mit ihrem Herzen, ihren Götzen und ihren Gräueln nachwandeln
will ich ihr Tun auf ihren Kopf kommen lassen, spricht Gott der Herr. Amen. Pflichten und Konsequenzen. War das Ihr freier Wille? Es gab keine Wahl. Wir haben uns immer gut verstanden. Nicht nur musikalisch. Ich habe Ihnen viel zu verdanken, lieber Kirnberger. Sie waren der Einzige, zu dem ich immer kommen durfte. Und Sie waren auch der Einzige, der all das, was ich ihm anvertraut habe, freiwillig und unfreiwillig für sich behalten hat. Und dafür möchte ich Ihnen von ganzem Herzen danken. Das klingt alles so endgültig. Ist es auch. Sie waren immer meine Lieblingsschülerin. Und ich hätte keinen besseren Hofmusikus und Freund haben können. Haben Sie an meine Komposition gedacht? Aber natürlich, Wurheit. Alles chronologisch geordnet. Es sind ein paar wirklich schöne, eindrucksvolle Stücke dabei. Wurheit, dürfen Sie nicht tun! Bitte! Ich will nicht, dass die Nachwelt später einmal hört, was für sentimentales Zeug ich geschrieben habe. Die Meinung anderer über Sie war Ihnen doch nie wichtig, Wurheit. Was ist schon wichtig im Leben, Kirnberger? Einzig Frieden mit sich selbst zu machen. Und dazu gehört, dass man loslassen kann. Der Fälscher wird Ihnen den Bart rasieren. Ist Ihnen das recht? Ja. Sind Sie neu hier? Haben wir die Warnmannschaften ausgetauscht. Hier, man hat Ihnen eine kleine Beschäftigung erlaubt.
Als Geschenk. Nimm mein Herz in deine Hände. Sorge, wache für den Dreck. Mache seiner Qual ein Ende. Alright. Wir sehen uns nicht wieder. Mein Schiff geht in 3 Wochen nach Amerika. Leben Sie wohl. Bitte zeigen Sie Ihre Körbe. Halt! Tut mir leid, Schwester. Aber den Gefangenen darf niemand sehen. Ich will auch mit diesem Gefangenen beten. Wollen Sie mich zu ihm lassen oder muss ich diesen Vorfall Ihrem Kommandeur melden? Folgen Sie mir. Glaub mir, mein Sohn, Gott vergibt allen Sündern. Amen. Der König hatte das Gefängnis mit eigener Hand für mich entworfen.
und man hatte es erst 2 Wochen vor meiner Entführung aufgebaut. Ich litt zwar unter dem frischen Mauerwerk, aber die Feuchtigkeit hatte auch einen Vorzug. Der Mörtel war immer noch nicht durch und durch hart und die Türen bestanden aus weichem Tannenholz. Nur die dritte Tür war aus Eichenholz gefertigt. Getränk! Jetzt raus. Na los, ihr da. Zuerst rein. Marsch, marsch! Na los! Versteckt, dann werden wir ihn eben ausräuchern. Na los, mach schon! Drumherum, hol er mir Holz!
Wie hat er das gemacht? Das weiß keiner. Das Gefängnis brannte und als das Feuer aus war, war er verschwunden. Und keine Leiche. Geh mir aus dem Weg, du Schwachkopf. Kunde Trink, steigen Sie vom Pferd. Und Sie, Hoheit, geben mir Ehrenwort, nicht zu fliehen, dann kann ich Ihnen die Fesseln ersparen. So sehen wir uns wieder. Was soll ich mit dir noch machen? Du kannst mich ja genauso wie den Trink einsperren bei Wasser und Brot. Mich an einen Grabstein ketten mit meinem Namen darauf.
Aber ich sage dir eines. Es würde nichts ändern. Ich werde in Gedanken immer bei Fritz sein. Das kannst du mit noch so dicken Mauern nicht verhindern. Weißt du, wie man dich nennt? Den großen Friedrich, weil deine Gerechtigkeit denn überall in Europa bekannt ist. Den Philosophen auf dem Thron. Aber diese Menschen kennen nicht dein wahres Gesicht. Das hast du nur mir gezeigt. Es ist deine Fratze. Die Fratze der Macht, der Ungerechtigkeit und des Neids, Neids darauf, dass deine Schwester nichts anderes einfordert als ihr persönliches Glück. Bist du fertig? Ich bin fertig. Mit dir und mit Preußen. Majestät, er ist da. Bitte. Majestät, Erschießungskommando vollzählig angetreten. Freies Geleit bis zur Grenze. In Preußen ist kein Platz mehr für euch.